Also es ist immer das, was so in Sichtweite ist, geht auch kaputt von meinem Zauber. Aber hier, Bären. Yay. Keine Ahnung, wofür die sind. Sollen wir mal gucken, was das hier ist? Ah. Mussten wir die Bären da hinlegen? Das Becken sieht wie ein Futterplatz für Vögel aus. Vielleicht sollte ich den Papagei verwöhnen? Habe ich ja schon. Vielleicht muss ich aber den Papagei eher was. Der verfolgt mir auf jeden Fall schon mal. Das naja, auf jeden Fall. Ein Futterplatz für Vögel. Lässt ja nichts. Passiert ja nichts. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie eine Feder rausrufen oder so. Nehmen wir mal noch eine Achso, ich kann mir mehrere Bären nehmen. Machen wir mal hier voll, ne? Yo, Mann, das sind aber verdammt viele Bären, die ich da nehmen kann. Ist das eigentlich ein Bug? Ist das Cheaten? Keine Ahnung. Aber den Fischen ging es ja auch. Oh, schon 88. Oder? Nö. Hab schon die 99 voll. Na gut. Vielleicht können wir die ja verkaufen. Beim Händler und dafür noch ein bisschen was anderes kaufen. Diese Statue hat wirklich auffällig große Ohren. Ich würde ihr gerne versuchsweise mal etwas in eines ihrer großen Steinohre flüstern, aber alleine komme ich dummerweise gar nicht an die Ohren ran. Aber ich habe ja hier einen Papagei. Flach. Diese Statue. Aber jetzt müsste ich schon ans Ohr rankommen. Große Ohren. Ich würde ihr gern. Es gibt einen anderen Weg, diese Tür zu öffnen. Flach. Vielleicht muss ich den Papagei hier Stadt beibringen, kann das sein? Einfach mal so. Als Idee. Stadt? Stadt? Wow. Er hat Stadt gelernt. Yay! Mal direkt mal unsere Bären verholfen. Falls wir verkaufen können. Und dann noch uns voll mit Kombi-Heiltränken und was die sich alles machen können. Stadt? Boah. Ja. Hat funktioniert. Na. Sind schon echt komische Viecher. Die haben aber so eine komische Stimme. Und ich sollte mal einen oder zwei Heiltränke einwerfen. Ey, was ist das denn? Hatte da irgendwie Hilfe gerufen? Beschworen, wie auch immer. Land. Ja, sag ich schon. Stadt, Land, Fluss. Land. Land. Na, hier kommen wir nicht weiter. Okay, da mit der Statue machen wir nichts. Guck nur grimmig rein. Immer schön umgucken. Oh, was sind das denn für Viecher hier? Der hat ja überlebt, der Affe. Meine Güte. Aber immerhin, wir kriegen EP. Das ist ja schon mal was. Lässt mich hier hoffen. Ein paar Bären. Das ist aber schon wieder ein anderes Becken. Also, es ist sehr tropisch hier. So, ah, okay, ich dachte schon, ich hätte mal jetzt keinen Mann mehr. So, zack, zack. Alle erledigt. Und nochmal einen kleinen Heiltrank eingesammelt. Die Truhe hier, einen großen Heiltrank.
Den brauchen wir. Also momentan brauche ich die Kumpeltränke gut, ne? Weil ich auch das Mana halt einsetze. Okay, Karte mal eben abchecken. Ja. Wahrscheinlich gehe ich gerade um so einen Tempeldings drum rum, ne? Wenn ich das gerade so richtig sehe, dann in der Mitte. Naja. Oh, was war das denn? Eine große Affe. Hm. Mal ein paar kleine. Ja. Passiert nichts. Aber ein Bossgegner war das ja jetzt nicht. Yay. Okay. Hier wären wir drin. Dann können wir aber wieder auch mal Heiltrank nehmen. Vielleicht auch nochmal speichern. Das ist schon teilweise ein bisschen knapp so, ne? Also, bis ich dann rechtzeitig Select drücke, um in das Menü zu kommen, um mich zu heilen. Aber zum Glück pausiert das Spiel dann und läuft nicht weiter wie bei manchen anderen Spielen. Wenn du dann im Menü gehst, dann speichern die, laufen die weiter und du hast keine Zeit, dann deine Heiltränke einzunehmen oder sonstiges. Das ist schon mal echt fies. Also das finde ich schon echt sehr viel besser dann hier. So. Ich hätte ja schon gehofft, dass das mehr Schaden bei den Affen macht. Naja, egal. Solange wir gewinnen. Na. Einer fehlt noch, mindestens. Der ist da. Hä? Ach, der ist da hochgesprungen. Alter Cheater. Und, kommt jetzt los, kommt jetzt los, kommt jetzt los. Fliegen. Na, fliegen. Fliegen! Das Ganze, ne? So, ich will ja noch den Affen da oben haben. Was ist der jetzt? Oh, noch ein paar Beeren. Moment, da ist aber ein anderes Codewort. Probieren wir es einfach mal. Fliegen hat er gerade gelernt. Nee, war falsch. Kannst. 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 Das macht... Hä? Ja, gut. Kannst. Interessiert ihn auch nicht. Schauen wir mal. Müsste ja jetzt noch eine dritte Schale geben. Ah, da ist noch eine. Alle guten Dinge sind drei. Du. Du? Achso, kannst du fliegen? Wollen wir einen ganzen Satz jetzt machen? Na? Du? Dann holen wir noch das Fliegen. Fliegen. Fliegen! Hauptsache, der quatscht alles nach, was wir dem, dann sagen wir, dem Bären geben. Also natürlich ein Schloss hier, ne? Das setzt immer voraus, dass es so ein Papagei gibt, der einem folgt. Fliegen! Hä? Hatte doch jetzt gerade, kannst du fliegen? Kannst. Machen wir nochmal. Achso, ich muss mir das ja auch vorlesen. Ja. Kannst.
Okay, so, jetzt nochmal. Oder lernt er dann der Papagei alle drei? Das heißt du, ne? Flieg. Nein. Hier war das du. Du. Du? Gehen wir nochmal hin. Weil er merkt sich aber nur ein Wort. Du? So, und jetzt noch das Fliegen. Ansonsten können wir nur versuchen, dem Papagei alles nacheinander beizubringen. Fliegen. Okay. War zu früh. Fliegen. Fliegen. Wir wollen fliegen. So, jetzt hier. Fliegen! Macht das nicht? Warum macht er nicht auf? Kannst. Nochmal. Achso, hä? Kannst. Jetzt habe ich wieder beinahe zu kurz gemacht hier. Du. Du? Aber er vergisst dann immer das letzte Wort, ne? Fliegen. Fliegen. So. Also wenn das jetzt nicht klappt... Weiß ich auch nicht. Und jetzt nochmal. Dachte, jetzt kannst du fliegen? Fliegen! Nein. Wie geht er denn auf hier? Dann gucken wir nochmal in die Lösung. Also, wir haben jetzt jedes Wort einzeln ausprobiert. Wir haben es komplett alle drei nacheinander ausprobiert. Ne, also zusammen. Und kannst du fliegen? Fliegen, du kannst, ist ja auch bescheuert, oder? Also wenn sie das irgendwie in eine andere Reihenfolge... Du kannst fliegen? Doch, du kannst fliegen, könnte auch sein. Das ist keine Frage, sondern halt eine Feststellung. Zweimal Bären, Statue 3 und findest du Künstler zu Schild. Statt. Statt. Boah. So. Folge dem. Ja. Weiter du rechts Schild, du kannst fliegen. Naja. Das ist einfach die falsche Reihenfolge gewesen. Es war keine Frage, sondern eine. Die Feststellung, ja. Aber nicht, dass wir jetzt schon dabei sind. Dann wieder hinaus auf dem Weg zum rechten Rand. Schild 5, Wort kannst. Auf dem anderen Seite Bärenwurst, mit dem du diesen 6-mal Bären pflückst. Bei dem du 6-mal pflückst. Aus 3 Worten. Diese 3 Worte musst du jetzt einen Satz bilden. Geh zum Schild mit dem Wort du. Lass den Papagei an den Ort an der Stelle nachspielen. Und anstelle nachsprechen und geh Weg bis zum Ende, wo du ihnen das Wort bei der Statue 3 sprichst. Ja. Also wir müssen bei der Figur die Wörter einzeln sagen. Das war jetzt das du, ne? Ne, das war das die. Wir fliegen. Dann ist das hier das du. Du. So. Du. Du. So. Bäre drauf. Du.
kannst. Zack. Immer noch die Speeren pflücken. Und jetzt das Fliegen. 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 So, Papagei. Und? Jetzt sag ich ihm. Fliegen! Ja. Mann. Hätte man drauf kommen können. Ah, 81%. Na, das sieht doch mal nach Stadt aus. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oha. Das ist ein blödes Schutzschild. Okay, ich sollte vielleicht mal eben Heiltrank nehmen. Was ist da passiert? Ach, hier kann man sich voll heilen. Ja, toll. Schönen Heiltrank verschwendet. Kann man hier auch noch lang gehen? Da, die da, hier ist nix. Toll, Sackgasse. Hätten sie auch wohl machen können, die Sackgasse. Aber nee, ich irre hier rum. Nein. Okay, speichern. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, außer da durchzurennen. Oder vielleicht kriege ich das Ding auch kaputt. Wer weiß. Speichern, Ruine, ja. Vielleicht mit dem Blitz. Einfach ein bisschen drauf rumballern. Blitz, da bist du. Nö, ne, kaputt kriege ich es nicht. Aber man kann ja anscheinend auch so gut durchlaufen. Dann nehme ich wieder das Erdbeben. Ja. Kommt dann ab und zu so ein Messer hoch. Kann einfach dran vorbeigehen. Was? Ich hätte eigentlich gedacht, das Ding würde mich nicht sehen. Verdammt. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt hier? Von dem Mino oder was? Also schon komisch. Was ist das denn jetzt? Komische Satellitendinger hier. Finde ich nicht witzig. Durchrennen. Nein. Lies mich nicht. Komm, ich hoffe bestimmt jetzt nicht durch. Nein, natürlich nicht. Ich muss wieder irgendeinen Hebel finden. Da geht's noch mal lang. Ah! Alter! Was geht mit euch denn hier falsch? Dass ihr nicht dran ja nehmen müsst. Nein! So. Da muss ich rein. Da, die, die, da, die, da, die, da. Einfach drumherum gehen. Ah, das ist nochmal so ein Ding. Lieber voll heilen. Ja. Das ist nämlich da erwischt, ey. Aber hier ist gar nichts.